König Charles, sein engster Kreis ist kurz vor der Krönung. Die Vorbereitungen für die Krönung am 6. Mai 2023 in London laufen auf Hochtouren. König Charles, 74, und Königin Camilla, 75, werden dann ganz offiziell und vor rund 2.000 geladenen Gästen in der Westminster Abbey gekrönt. Wie ein Sprecher von Prinz Harry, 38, und Herzogin Meghan, 41, vor kurzem bestätigte, sind die Save-the-Date-Einladungen bereits per E-Mail versandt worden. Während die Sussexes noch mit ihrer Entscheidung hadern, schauen andere Personen aus Charles' engstem Kreis noch immer sehnsüchtig in ihr Postfach. Wie Daily Mail-Kolumnist Richard Eden behauptet, wartet eine Reihe von Personen, die sich als gute Freunde des Königs bezeichnen würden, noch immer auf Einladung zu dem geschichtsträchtigen Ereignis. Einige von ihnen sind wütend, vor allem diejenigen, die im Laufe der Jahre ziemlich viel aus ihren königlichen Freundschaften gemacht haben. Erfährt Eden von einem Insider. Sie empfinden das Warten als unerträglich. Und für einige wird es in Demütigung enden. König Charles wird bei seiner Krönung einiges anders machen als seine Mutter. Während Queen Elizabeth 96 im Jahr 1953 vor mehr als 8000 Gästen in der Westminster Abbey gekrönt wurde, soll der neue Monarch lediglich 2000 Menschen zur Zeremonie eingeladen haben. Bei der Krönung der Queen wurden eigens Gerüste aufgestellt, so dass eine Reihe nach der anderen mehr oder weniger übereinander saß, zitiert Richard Eden einen Historiker. Dies sei heute aus Sicherheitsgründen gar nicht mehr möglich. Aufgrund der begrenzten Plätze bei dem Event sollen Bekannte des Königspaares nun verzweifelt in die Trickkiste zu greifen versuchen. Wie ich höre, sind sich einige dieser Tatsache bewusst und versuchen, ihre Verbindungen zu Wohltätigkeitsorganisationen zu betonen, die wahrscheinlich mit einer Handvoll Einladungen bedacht werden, meint Eden. Immerhin sei Camilla Schirmherrin von über 100 solcher Einrichtungen. Aber solche Tricks bieten natürlich keine Garantie für eine Einladung. Richtige Einladungen zu den Feierlichkeiten werden Berichten zufolge per Post verschickt. Nachdem die begehrten ersten E-Mails an die geladenen Gäste versandt und von ihnen bestätigt wurden, Eden habe von einer königlichen Quelle erfahren, dass die Mails aus praktischen Gründen schubweise verschickt werden. Was bedeutet, dass diejenigen, die auf die ersehnte Nachricht in ihrem Posteingang warten, sich vorerst noch gedulden müssen. Verwendete Quelle, Daily Mail Cook. Zlatotkam, ce sunt, ce simt, ce reprezint. Mă disting fără bling, că nu te am, nu te voi, nu te mint. Casa de cultură hip-hop mă găsești construind. Spui beton după care îl întind și el devine tare în timp. Așa-i betonul, underground, de 97 am dat tonul. Dar nu ca Vodafone-ul și acum rap-ul-i moda, oh nu, așa-i. Și zici că stom for la cum mă comport. Întreaba asta nu-i loc de confort, rigor și omor tot. Sunt un crucișător, lansând rachete aerosol. Încă de când el era broc și se uza de aerosol. De când avea mol, de când nu știai ce-i un miscol. De când ascultam gangsta rapper bază pe pistol. Dacă nu înțelegi textul, sună-o pe Irina Nistor. Vă întâlniți în tristor la 0 grade viscol. Nu tag nici stins mort, o să mă auzi prin sol. Transpir hip-hop prin pori, bile ma...